Moin Freunde, was geht? Willkommen zu meiner Reaction zur vierten Folge der Andor-Serie. Und heute ist ein großer Tag, denn es wird tatsächlich, soweit ich weiß, nach Coruscant gehen. Wir werden zum ersten Mal so richtig seit Episode 3 in Live-Action Coruscant sehen, also seit 17 Jahren. Wenn man Clone Wars mit einberechnet, dann ist es natürlich mit 2020, den Ahsoka-Folgen, nicht ganz so lange her. Aber gehen wir jetzt mal nur von Live-Action aus, beziehungsweise wir haben eigentlich noch nie wirklich Coruscant, also ganz selten Coruscant zu dieser Zeitperiode erlebt und das ist enorm spannend. Wir haben es ja nicht mal in Rebels tatsächlich gesehen gehabt und in Rogue One hatten wir so einen Rückblick, der auf Coruscant gespielt hat, wo man aber links Coruscant selber nur so durch so Rollos ganz knapp gesehen hat. Deswegen freue ich mich extrem darauf, einen meiner drei Lieblingsplaneten von Star Wars jetzt hier wiederzusehen. Ich würde sagen, Platz 1 dürfte Naboo sein, dann Tatooine und dann Coruscant oder Coruscant auf Platz 2 vielleicht sogar, ich weiß es gerade nicht. Ja, und ihr merkt, ich bin tatsächlich für dieses Video alleine, weil Mila und Jan diese Woche im Urlaub sind. Nächste Woche bin ich dann nicht da, da bin ich in München, deswegen weiß ich nicht, wie die Reaction nächste Woche aussehen wird, ob ich das in München mache oder nicht, keine Ahnung, wird man dann auf jeden Fall sehen. Und ja, heute bin ich auf jeden Fall auf mich selbst gestellt und ich würde mal sagen, wir gucken uns die ganze Folge jetzt an und ich freue mich sehr drauf, weil mir ja die ersten drei Folgen gefallen haben. Und ich so ein bisschen die Theorie habe, dass man jetzt so sehr viel mehr Coruscant hat, die nächsten drei Folgen, einfach weil die ja so in Blocks gedreht werden. Wobei halt natürlich die siebte Folge dann, zumindest was die Kombination aus Drehbuchautor und Regisseur angeht, ja, ein Einzelding zu sein scheint. Aber mal gucken, wie das Ganze sein wird. Lasst uns überraschen und ich würde sagen, ich habe Bock, endlich zurück nach Coruscant zu gehen und vor allem auch mehr von Andor zu sehen nach der letzten Folge. Eine 50-Minuten-Folge, was dann immerhin mit Abspann noch irgendwie 43 Minuten oder so sein dürften. Ich habe Bock und wir gehen jetzt rein. Okay. Ich habe Untertitel an und da steht so einfach Intense Music Playing. What the fuck? Hat direkt Meme-Potenzial. Aber die Musik ist eine ganz andere jetzt beim Titel. Das war ja davor eher so eine eher oldschool Sci-Fi-Musik, sage ich mal. Finde ich ziemlich nice, dass sich das einfach weiterentwickelt. Das ist so, ich habe so lange nicht mehr mit Kopfhörern aufgenommen, das ist so weird. Ich komme reden zu hören. Oh. Ich war schon in einem Fondor-Frachtschiff. Bin selbst geflogen. Fondor-Frachtschiff, nice. Das sind Schiffswerften. Das sieht man in Battle von 2 Story-Modus. Separatist, Guerilla, Partisan. Wie jetzt auch von Separatist ausgeht, finde ich interessant. Ja, ich habe, als ich 16 war, in Mimban gekämpft. 2 Jahre lang. Mimban, nice. Könnt ihr vielleicht von 50 Überlebenden bei derselben Schlacht gewesen sein wie Han Solo oder passt das vom Alter nicht? Warte mal. Also bitte. Warte mal kurz. Er ist im Kanon 26 in Rogue One stand jetzt. Das Alter ist ein bisschen Bullshit, wenn man bedenkt, dass Diego Luna viel älter ist. Aber im Kanon ist er 26, 0 vor der Schlacht von Yavin. Das heißt, wenn er in 16 gekämpft hat, müsste er 10 vor der Schlacht von Yavin in Mimban gekämpft haben. 10 vor der Schlacht von Yavin kämpft auch Han Solo im Solo-Film auf Mimban. Das heißt, theoretisch müssten sie dann in derselben Schlacht teilgenommen haben. Das finde ich interessant. Es sei denn, ich habe gerade irgendwas durcheinander gebracht. Wenn ja, blende ich es hier ein. Du hast überlebt, weil du geflohen bist. Hat er nicht gekämpft. Aber ich mache seinen zielgerichteten Dialog. Wie lautet das? Coruscant, 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 let's fucking go. Oh mein Gott, eine Außenschaft von Coruscant, wie lange hatten wir das nicht mehr? Oh mein fucking Gott. Oh mein fucking Gott, oh mein fucking Gott, oh mein fucking Gott. Ah, das ist diese andere Imperiale aus dem Trailer. Ist das Imperiale, ja, Imperiale Sicherheitsbüro, beziehungsweise Sicherheitsbehörde. Ich denke mal, das wird dasselbe sein. Oh mein Gott. Rate im Ryloth Sektor erhöht ist. Ryloth, name drop. Bei den Verwaltungen vor Ort eine Erhöhung des. Sticht so vage aus. Die Stimme trägt Attacken. Aber es ist auch nicht. Wie ist der Sachverhalt auf Arvala 6? Wir kennen Arvala 7, glaube ich, aus Mando. Die Unterbringungsprobleme mit den Vertriebenen. Ist das dieselbe Stimme wie Tarkin in Bad Batch? Klingt voll ähnlich. Die Frage an den Raum. Was machen wir in diesem Gebäude? Warum sind wir hier? Hier, erklärt's für den Zuschauer. Los. Und Fall. Wir sehen das ISB. Zu geil. Sicherheit ist ein Material nach Scarif, Sir. Scarif Name Drop, nice. Geil, dass wir einfach diese Name Drops, Alter, ich liebe es. Die ersten drei waren wirklich nur ein Prolog und jetzt geht's ans Eingemachte. Überleg dir einen Namen. Ganz unabhängig vom Pacing. Und frisch rasiert ist er auch. Das sieht jetzt so irgendwie aus wie Ray of Actur. Was hat er? Ist das ein Kyberkristall? Nimm das. Oder was ist das? Koati-Siegel.
Okay. Ach, wirklich ein Kyberkristall. Oh mein Gott. Gegen die Rakata-Invasoren. Wenn ich es überlebe, will ich es zurück. Oh, ich mag diesen Bindungsmoment. Geil, Mann. Und hallo, neuer Charakter. Die Serie wäre auch nicht so schlecht, um hier Envy's Nest wieder einzuführen aus Solo. Oder zu reintroducen, sag ich mal. Ah, man sieht richtig, er überlegt, okay, hau ich jetzt einfach ab? Ich könnte es tun. Aber er wird es am Ende nicht tun. Und die Überwachungskamera ist auch am Start. Kann ich dir behilflich sein? Geil. Wir essen Wurzeln und schlafen auf Felsen für diese Rebellion und du holst einen Söldner an Bord? Guter Punkt. Wenn jemand schwach wird, dann übernimmst du und gehst voran und brichst die Mission ab. Hast du das verstanden? Ich mag diese Erfahrung, die aus ihm rauskommt. Ist austauschbar. Und Graustufen kommen noch mehr rein. Und wieder auf Coruscant. Unverzüglich sämtliche Comlinks. Oder nee. Wieder auf der Basis von denen. Ich hatte doch gar nichts damit zu tun. Ja, in der Tat. Ach stimmt, das ist der Boss, der jetzt mitgefangen ist. Steht das Morlana-System dauerhaft imperialer Amtsgewalt? Hm. Ich gratuliere dazu. Das ist interessant. Ich frage jetzt natürlich, ob er das feiert oder nicht. Und auch interessant, dass die Figur noch weiter behandelt wird. Finde ich aber gut. Da ist viel Potenzial. Oh, das war aber sicher ein Trailer-Shot. Muss ich mir Sorgen um deinen Arm? Sieht so geil aus. Die Nacht da könnte auch irgendwo jetzt Hogwarts sein. Geplant hatten. Wir sprechen nicht von ihm. Schön, wie viele doppelte Spiele es in dieser vermeintlich guten Rebellionsseite hier gerade gibt. Hey, warte, warte. Da kommt TIE Fighter lang. Versteck dich. Oh Mann, ey. Ich mag diese Bedrohung, die von den TIEs kommt. Sicherheitsmitarbeiter. Die haben Ferrix falsch geschrieben. Wo ist meine Stargate-Einheit? Stiergard. Sie muss es sein. Gut, dann sind wir zuständig. Fragen Sie in Blevins Büro nach. Okay, und so kommt sie in die Story. Eintritt in Coruscant. Oha. Deine Steuerung. Und er kommt jetzt auch nach Coruscant. Coruscant Ankunftsshots, wo Coruscant von der Tagseite ausgezeigt wurde, hatte man auch wenige. Das war meistens die Nachtseite, die man da gezeigt hat, weil sie einfach cooler aussieht. Und ikonischer. Okay, erfahren wir jetzt eine wirkliche Identität? Oh mein Gott, eine Perücke, okay. Nice, ich dachte schon, dass der Typ, der mit dem man nochmal in einem Trailer spricht, ähnlich aussieht wie er, weil ich bin richtig schlecht mit Gesichtern so. Wenn ich so in der Pokémon-Welt wäre, würde mich Team Rocket so jedes Mal bekommen, wenn die eine falsche Frisur hätten. Alter. Wie er so wieder in seine andere Rolle gerade versucht zu schlüpfen, eklig. Naturliebhaber, Mystiker. Mystiker, nice. Die Prophezeiungen im Video gemacht haben, die hießen auch Mystiker. Aber sind nicht dieselben, weil es gibt keine mehr. Und jede ja erst recht nicht mehr. Zumindest nicht mehr viele. Weil nach 166. Sollten die Leiter erst stabilisieren, bevor sie hochsteigen. Ich brauche keine. Machtspiele, nice. Oh, schöner Shot mit zwei Monden hier. Oh, die Folge gefällt mir so gut. Und diese Aufnahmen, Alter. Garvish, Saw Gerrera. Saw Gerrera Name Drop. Einschlafen, spießen sie aus Jux deinen Kopf auf. Nice. Und natürlich ein Teaser, dass er noch vorkommen wird. Überleg beziehungsweise Foreshadowing. Schätze mal da, wo sie einbrechen wollen, das ist dann dieser Damm. Ah, und da kommt der Sternzerstörer, den sie beobachten. Wenn man nach den Trailern geht, zumindest in diesem Lager. Okay, verstehe. Da gibt mir das solche richtige Erster Weltkriegsfilm-Vibes. Das ist Skeen. Das ist Terramin. Ich könnte mir die Namen nicht auf Anhieb merken. Hilfe, die wir kriegen. Okay, ja, scheint schon mal korrekt dazu sein. Und wenn ihr zwei nicht den ganzen Tag über die Tiere einfangen sind wollt, das Ziegengeräusche im Hintergrund in Star Wars? Legt euch ins Zeug. Wir weinen Clem später. Aha, mehr Coruscant. Ich kann nicht mal mehr reden. Alter, diese Flughafen-Vibes. Oh, so geil, diese Aufnahmen von Coruscant. Oh mein fucking Gott. So etwas in der Tat hatten wir einfach noch nicht. Ach, er ist jetzt nach Coruscant? Hatten die das eben gesagt und ich hab's überhört? Ich komme gerade nicht darauf klar, dass wir einfach richtiges Coruscant-Footage haben. Viel zu cool. Mutter. Ah, er besucht seine Mutter. Oh. Noch mehr Tiefgang. Gerne. Was glaubst du denn so? Okay, sie ist dann wohl eher so die Ärztin in der Gruppe. Und jetzt wird man nochmal eingeführt.
Ah, geil. Neuer Fahrer. Er gibt mir solche Slughorn-Vibes irgendwie. Wie schön, Sie zu sehen. Das Ding wollen. Das ist dieselbe Stimme in Rockman oder das ist eine andere? An diesem Ort steht die Zeit still. Aber so, dass sie ihre Rolle jetzt spielen kann, auch schon in Rock One, nachdem sie in Episode 3 rausgeschnitten wurde. Ein Utapauen-Mönch-Kampfstock. Man kennt die zu Junge. Zwecken gebrauchten, aber dieser hier ist echt. Für die geil. Ein Utapauen-Mönch-Kampfstock. Das ist bestimmt eine Lore-Anspielung aus einer illustrierten Enzyklopädie oder so. Ja. Okay, er ist so eine Art Requisitensammler in diesem Leben. Auch für andere Dinge als Kampfgeräte zu begeistern. Diese Rüstung da finde ich interessant. Im Hintergrund. Mit dir nicht mehr rechnen das können. Geld ist da. Okay, Rebellen. Planung. Zu bewegen. Ich kann nicht mehr wie früher Gelder transferieren. Mich belagert. Ah, er ist auch ein Spion. Ich habe viele Münder zu stopfen und kann nicht ewig nach Futter suchen. Ich liebe diese Serie sowas von. Als ob die Folge schon eine halbe Stunde geht. Nein, nur noch etwas über 10 Minuten. Clem? Er sieht mehr aus wie ein imperialer Spion. Wir brauchen dringend Hilfe. Also der für sie beim Imperium ich hätte gefragt werden sollen. Ich mag, wie widerspenstig und misstrauisch sie sind. Irgendwer verrät sie, aber es wird natürlich nicht Endor sein. Wie clean diese ganze Wohnung ist. Einfach nur schön. Dinner für den Gouverneur. Die Vertrauten des Visiers. Slymore kommt? Holy shit! Diese Personen hassen mich. Sie versuchen alles zu erledigen. Slymore kommt? Vielleicht überlegen okay. Sie es morgen zwei. Geil. Das ist die Umbaranerin, die immer neben Palpatine steht in den Prequels. Wo es Gerüchte gibt, in Legend zumindest, dass sie Kinder gezeigt haben zusammen. Aber naja. Okay. Muss denn immer alles traurig und. Ihr Ehemann ist ein bisschen. Ist auf jeden Fall Konfliktpotenzial zwischen beiden. 50 Meteorschauer gleichzeitig vor. So, als würde man einen Vorhang vor den Himmel ziehen. Klingt. Bis sich das Auge. Optisch ansprechend. Entkommen unmittelbar, bevor sich das Auge schließt. Ich glaub, da hat man so schon Trailer-Shots von gesehen, die sehr spektakulär aussahen. Breitet ihre Kompetenzen, weil sie ihr Portfolio erweitern will. Die sich beide streiten. Ich glaube, die kriegen jetzt beide einen Einlauf. Konzentrieren als auf die Förderung ihrer von ihrem Chef hier. Lieutenant Miro nimmt. Bis dahin beschränken sie künftige Aktivitäten auf ihre Sektoren. Danke, Lieutenant. Ich finde es schön, wie viele Figuren man verfolgt. Das hatten wir so auch noch in keiner Live-Action-Star-Serie. In sogar in verschiedenen Handlungssträngen erst einmal, die ja zusammenlaufen werden, irgendwie. Qyburn ist seine Rolle Game of Thrones, oder? Ich glaube schon. Zum Morgen hast du alles gelernt. Okay, erstmal ein bisschen Hausaufgaben. Hätte ich keinen Bock drauf, aber muss halt sein. Bei so komplexen Unternehmungen. Nein, Folge ist vorbei. Oh Mann, ey. Ja, diese und die nächsten zwei sind von Dan Gilroy geschrieben. Und der Regisseur ist auch derselbe. Oder was der Regisseurin? Ich weiß es gerade tatsächlich nicht. Oh Mann, ich liebe diese Serie. Ich mochte ja die ersten drei Folgen schon. Aber mit der Folge, man merkt, die ersten drei waren wirklich nur so eine Art Prolog, weil mit der Folge hat man jetzt wirklich, ja, die Welt dieser Serie, sage ich mal, einfach vergrößert. Und so an jeder Ecke, man folgt verschiedenen Figuren, Endor, noch immer dem Inspektor, jetzt dieser beim Imperial, beim ISB halt, und Mon Mothma natürlich, und Stellan Skarsgårds Charakter, dessen Namen ich jetzt schon wieder vergessen habe, ebenso. Und bei allen ist halt irgendwie, sei es die Figur, oder bei dem, was die Figur erreichen will, ist irgendwie so eine gewisse Komplexität drin. Und das mag ich sehr. Es ist einfach so viel Potenzial für Entwicklungen und Konflikte da. Ah, ich freue mich einfach drauf auf die nächsten Folgen und kann es wirklich kaum erwarten, die nächste Folge zu sehen. Ich weiß nicht, ob ich die nächste Folge überhaupt rechtzeitig sehen kann, weil ich ja wie gesagt in München bin. Aber ja, das war jetzt mal meine kurze Meinung direkt nach dem Schauen. Geil, Coruscant wieder zu sehen, ein paar nice Namenanspielungen haben wir gehabt. Und ich würde mal sagen, Leute, in den nächsten Tagen kommt irgendwann mal meine Review online und dann spreche ich natürlich, was meine Meinung angeht, ausführlich darüber. Schaltet da gerne ein, falls ihr da ein Interesse habt. Ich sag ciao, bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.